Wir sind also bei der Oscar-Verleihung und reden mit Lorette hat mir erzählt, dass ihre Frau gestorben ist. Mein Mann auch. An Magenkrebs. Das tut mir leid. Autounfall. Der Mann ist 55 Jahre alt. Ja, und er hat gerade ein schreckliches Trauma durchgemacht. Ich muss heute Morgen mal ins Büro, Early. Ist das für dich in Ordnung? Aber natürlich. Du willst nicht in Hollywood wohnen. Hollywood ist nichts für dich. Hollywood ist gerade weit genug weg von dir. Und das meine ich überaus liebevoll. Hier ist Frieda von nebenan. Hi. Wo kommen Sie her? Sie sehen aus wie der traurige Bruder von Andy Griffith. Das sind nur Briefe, die meine Frau mir geschrieben hat, als ich auf dem College war. Wie lange waren Sie verheiratet? 26 Jahre. Ich wurde überfallen. Warum? Warum? Weil Hollywood ein Loch voller Verbrecher ist. Wie können Menschen sich nur so schrecklich wehtun? Du weißt, dass du wegen deiner Medikamente nichts trinken sollst. Ich sage jetzt auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Na, heute schon jemanden gerettet, Superheld? Nicht, dass ich wüsste. Aber sie haben daran gedacht, ne? Das ist ein Maihimmel über Los Angeles. Ich habe eine Freundin. Ich möchte, dass ihr Samstagabend zum Essen zu mir kommt. Ach wirklich? Ist sie eine Prostituierte? Ja, und sie hat Ebola und ist eine Kriegsverbrecherin. Darf ich vorstellen? Das ist Frieda. Und Frieda, was machen Sie so? Scheiße, das glaube ich einfach nicht. Was? Ich verstehe nicht, was wir hier machen, diese lächerliche Komödie. Offensichtlich bin ich Ihr allerschrecklichster Albtraum. Ich werde alles tun, um ihn zu beschützen. Alles. Aber vielleicht ist es einfach nur Liebe. Du bist zurückgegangen in deine Welt, oder, Early? Ich werde weggehen. Ich vertraue dir, Early. Ich habe einfach Angst. Ich kann etwas anderes aus meinem Leben machen. Oder nicht? Ich weiß wirklich nicht viel, aber ich weiß, was es bedeutet, jemanden zu lieben.